Und wir wussten ja auch, dass Personalessen kochen. Dann kam es hin und wieder mal vor, dass wir das weltberühmte Spontex-Schnitzel Wiener Art gemacht haben. Ich zeig mal kurz, was das ist. Gib mir mal so ein Ding her. Danke dir. Das ist ein Spontex-Tuch. So. Das kennen ja die meisten von euch, sag ich mal. Ne? So. Für alle sichern, die machst du schön feucht in den Lappen, wischst den Dreck weg, bringst aus und nimmst du immer wieder. Sag ich mal so. Nach 3-monatigem Dauergebrauch ist dieser Lappen noch dünner und so richtig schön mürbe. Der ist dann so trocken, der nimmt gar kein Wasser mehr auf. So. Dann nimmst du ihn erstmal schön in Mehl wenden. So. Dann geschlagenes Vollei. Ihr merkt schon, Panierstraße. Dann ins Paniermehl. Und das Wichtige war auch, wie der Zufall es will, die gelben waren perfekt. Weil nach 3-monatigem Dauergebrauch sehen die aus wie Kalbfleisch. Die entfärben total, ist geil. So, dann ist dieser Lappen paniert, dann gibst du ihn in die Pfanne. Schön mit Butterschmalz ausbraten, Salz, Pfeffer ran, da haben wir uns auch nicht lumpen lassen. Ne? So, dann auf den Teller gelegt und schön mit Kartoffelsalat serviert. Für den Service. Und was soll ich sagen? Sie haben sehr oft nicht gemerkt. Sie haben schön Spontex. Oh, kann man lecker heute. Ja, willst du noch ein? Haben wir ganz viele von. Haben sie schön gegessen. Und ich muss aber zur Verteidigung sagen, ich meine, wenn der richtig paniert ist, wenn die Panade so aufsuffliert, schön knusprig ist, schmeckt sogar so ein Spontex-Lappen. Das ist so. Und jetzt mal sowieso, by the way, ich habe meine Lehre gemacht von 89 bis 92. Wir waren unserer Zeit damals aber sowas von voraus. Ich sag nur eins, damals schon veganes Schnitzel. Ja, wir waren aber sowas von der Zeit voraus. Hör bloß auf, ey. Killer.